Willkommen zurück zu einem neuen Part von Fire. In den letzten zwei Folgen haben wir die ersten vier Level schon hinter uns gebracht und nun ist es Zeit für das fünfte, also starten wir das mal. Okay, mal schauen, was hier auf uns wartet. Ah, hier können wir was anklicken. Ich erwähne es immer wieder gerne. Ich habe das zwar schon gespielt, aber ich erinnere mich an nicht viel. Das ist das Gute daran, wenn man ein Gedächtnis wie ein Sieb hat. So, wenn wir den Stein hier drauflegen, kommt hier ein weiterer Stein raus. Und wenn wir uns hier draufstellen, kommt noch einer. Und so weiter. Und da können wir uns dann später verwandeln. Das wird spannend. Okay, dann aktivieren wir erstmal das weiter, wo ich hier gerade dran war. Okay, ich glaube, hier müssen wir erstmal das machen. Genau. Da haben wir einen weiteren Stein. Wofür war nochmal diese Platte? Ach, da. Dann haben wir schon den letzten Stein befreit. Perfekt. So muss das laufen. Okay, dann aktivieren wir das alles doch mal. Und dann zeige ich euch, wie wir uns verwandeln. So. Jetzt, wo wir alle Steine aktiviert haben, können wir die sortieren. Zum Beispiel könnten wir uns jetzt hier in einen Bären verwandeln. Und zwar müssen wir hier einmal draufdrücken. Ist das nicht süß? Okay, schauen wir einmal hier. Wie war das nochmal? Genau, hier den können wir drehen. Okay, und die beiden müssen gleich aufeinander zuzeigen. So war das, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Und das können wir ändern, indem wir ihn hier draufstellen. Und gegen seinen Kopf schlagen. Der Arme. Okay, zweimal noch. Ach, wo der mit uns durch muss. Eins, zwei. Und jetzt können wir das verbinden. Genau. Okay. Welches Tier nehmen wir denn jetzt? Okay, dann machen wir ihn jetzt zu einer Biene. Erstmal verwandelt... Entschuldigung, da hatte ich einen Frosch im Hals. Erstmal verwandelt er sich zurück. Und jetzt ist er ein Bienchen. Okay, hier sind Blumen. Okay. Ah, hier ist ja auch noch was. Niedlich. Und jetzt bestäuben wir die Blume einmal. Traumhaft. Okay. Da drüben war, glaube ich, noch irgendwo eine Blume. Die bestäuben wir dann wohl auch. Oh. Da wurden wir aufgefressen und wieder... ja, ausgeschieden. Dann schauen wir erstmal, was wir als das dritte Wesen machen können. Und das ist eine Maus. Das ist auch total süß. So müsste das eigentlich passen. Genau. Okay, wie ging das nochmal? Da unten haben wir ein Loch, aber da kommen wir gerade nicht rein. Aber jetzt. Okay. Den Stopfen, dafür haben wir, glaube ich, auch eine Verwendung. Können wir ja mal gucken. Da ist er. Kann ich das als Maus auch aufnehmen? Nein. Dann verwandeln wir uns einmal zurück zu Unk. Und vielleicht ahnt ihr schon, was ich jetzt damit vorhabe. Mhm. Genau das. Und jetzt können wir uns wieder zurück in das Bienchen verwandeln. Die arme Raupe. Hm, vielleicht sehen wir uns die Raupe gleich mal was näher an. Ich habe eine Idee, wer das vielleicht sein könnte. Oder auch nicht. Das sehen wir dann. Okay, einmal zurück. Könnte das vielleicht Spot sein, nur in hässlich? Wer Spot nicht kennt, das ist die Raupe von The Whispered World. Okay. Und jetzt bestäuben wir es.
Okay. Aber jetzt kommen wir immer noch nicht weiter. Ich weiß noch, dass wir als Mäuschen irgendwo lang müssen. Da unten. Seht ihr den Stein hier? Der befindet sich vor einem Mauseloch. Das heißt, wir verwandeln uns besser mal schnell in den Bären und beseitigen das Problem. Okay, dann schauen wir mal. Nee, das sind nicht die Bärenfüße. Und ab dafür. Okay. Ich glaube, mich zu erinnern, was wir mit dem Stein machen mussten. Und zwar können wir ihn hier oben hinpacken. Wenn wir jetzt einmal hier den Stein positionieren. Mal gucken, ob das klappt oder ob ich mich irgendwie falsch erinnere. Es ist ja schon eine Weile her. Und es ist ja, wie gesagt, für mich immer wieder, als würde ich was Neues machen. Mal gucken. Ah doch. Jetzt haben wir tatsächlich den Kopf vervollständigt. Okay. Dann verwandeln wir uns doch nochmal ins Mäuschen und gucken, ob das alles passt. Ah, ich glaube, ich hätte mich zuerst zurückverwandeln müssen. Naja, gucken wir mal, ob das auch so klappt. Ja, hat geklappt. Die Idee mit den Verwandlungen finde ich aber auch ganz cool. Es ist mal was anderes, schön innovativ, wie das ganze Spiel eigentlich auch ist. Okay. Heißer Draht quasi. Ich bin jetzt nicht die Beste in solchen Spielen. Okay. Das sieht gut aus. So, oh nein! Fast am Ziel gewesen. Verdammt. Beeile ich mich jetzt mal ein bisschen. Okay. Okay. Sehr gut. Ja, und er kann einfach durchlaufen. So fies. Verdammt, ich hätte den Baum drehen sollen. Okay. Versuch 2. Hoffentlich komme ich jetzt direkt durch. Bitte? Ja. Okay. Perfekt. Na, wenn das mal nicht geklappt hat, dann weiß ich aber auch nicht. Dann verwandeln wir uns doch mal zurück. Und mir fällt auf, ich habe schon wieder keine Münze gefunden. Aber wie gesagt, das können wir vielleicht irgendwann mal nachholen. Dieses Level haben wir jedenfalls geschafft. Und ab in die nächste Ebene. So, was gab's hier nochmal zu tun? Reden wir mal mit dem Affen. Nö. Reden wir nicht mit dem Affen. Alles klar. Das ist wohl auch nicht so ganz seins. Da haben wir eine Banane. An die wollen wir wahrscheinlich kommen. Da haben wir noch einen Affen. Na gut. Dann schauen wir uns doch erstmal hier zu Ende um. Banane. Die will ich haben. Hier, die Banane. Kannst du haben. Yay. Irgendwas haben wir geschafft. So, was können wir denn jetzt mit der Batterie anstellen? Was können wir hier alles anklicken? Ach, hier ist unser Ziel der Begierde, unser Objekt der Begierde. Wie auch immer. Okay, die Batterie können wir da hinlegen, aber wollen wir das? Ich wollte mich eigentlich eher selbst da draufstellen. Ach, schaut mal, da ist der eine Affe.
Okay, ihn hier können wir aber noch nicht ablenken. Vielleicht geben wir ihm hier die Batterie? Oder werfen sie auf die Banane? Die Idee fand ich jetzt gar nicht mal so übel. Möchtest du sie? Nein. Ich erinnere mich nicht so recht, was zu tun ist. Okay, die Banane kriegen wir nach wie vor nicht. Und wenn wir uns hier drauf stellen, dann ist sie da. Aber wahrscheinlich kriegen wir die immer noch nicht. Nein. Im Prinzip müssten wir, glaube ich, alle Slots vollstellen mit irgendwelchem Kram, damit das klappt. Ihn können wir auch nicht schnappen. Okay. Mal sehen, was können wir denn noch hier schnappen und tun. Ach, da liegt eine Banane. Vielleicht kann ich ihn bestechen. Hier, willst du eine Banane? Nee. Aber er hier nimmt bestimmt eine. Obwohl ich die Banane auch dafür benutzen könnte, hier das Zeug zu beschweren. Naja, gucken wir mal. Aha. Eine weitere Batterie. Die stelle ich mal dahin. Aber es fehlt uns noch immer etwas, womit wir das letzte Teil beschweren können. Jetzt ist auf jeden Fall auf allen etwas drauf. Bringt uns nur leider nicht viel. Ah! Das war jetzt eher Zufall. Aber gut. Hat er uns auch irgendwie eine Batterie oder so hinterlassen? Mal gucken. Ja, ihr drei. Oh! Okay, als nächstes kommt das hier. Das ist ein Strich, das sind zwei Striche, das sind drei. Also kommt das Quadrat als nächstes. Oh nein, jetzt hört mir bloß auf. Okay, eins, zwei, drei. Also brauchen wir jetzt was mit vier Dingern am Ende. Das ist das hier. Okay. Die kommen sich näher. Also brauchen wir jetzt das hier, würde ich fast sagen. Okay, und wie funktioniert das? Das Gelbe überspringt immer zwei Dinger, genau. Und das Blaue eins. Das heißt, wir brauchen eins, wo hier das Blaue ist. Und das Gelbe da. Oder? Doch, hier. Dann ist es das hier. Oh Gott. In sowas bin ich ganz furchtbar schlecht. Die anderen waren noch okay, aber das geht nicht gut. Okay. Das hier kann technisch nicht sein, weil die beiden nicht nebeneinander liegen können. Die sind nämlich auf den gegenüberliegenden Seiten. Das hier kann mit dem hier zusammenliegen. Ich glaube, der hier ist es. Ja. Oh, ich habe eine Münze bekommen. Endlich mal wieder was bekommen. Okay. Und jetzt haben wir ein Vergrößerungsglas. Und da haben wir einen Zifferncode. Ich hole mir mal kurz ein Blatt Papier und einen Stift und schreibe mir eine 2 auf. Das ist unsere erste Ziffer. Aber hier können wir jetzt auch alles in groß sehen. Ich weiß gar nicht, hatten wir das schon mal? Möglicherweise. Dieses Element wird ein paar Mal in dem Spiel hier verwendet. Finde ich aber auch ganz cool. Da haben wir die nächste Ziffer. Das ist die letzte. Das ist eine 0. Okay. Da sehe ich gerade nichts weiter. Aber hier oben ist eine 8. 2, 8, irgendwas und 0. Ich habe eine Idee, wo wir die letzte Ziffer herbekommen könnten. Und zwar kann man das hier aktivieren und hat hier ein Smartphone. Aber da fehlt uns tatsächlich immer noch eine Ziffer. Wir könnten natürlich die dritte Ziffer erraten, aber irgendwo ist sie hier ja auch zu finden. Ich muss nur gucken, wo. Gehen wir hier nochmal überall drüber? Vielleicht habe ich ja irgendwas übersehen. Nee, hier scheint schon mal alles klar zu sein. Auf dem Smartphone selbst auch nicht. Hallo? Wo haben wir denn noch was?
Das übersteigt meine Kompetenz. Ach, da! Den habe ich gar nicht wahrgenommen. Eine 6. 2860. Na dann ab dafür. 2860. Damit ich es auch ganz genau sehen konnte. Okay, was haben wir hier? Ah, da können wir die Farben ändern. Und die Schärfe verändern. Oh! Ah, das sind verschiedene Minispiele. Oh nein, das ist sowas wie Farmville. Wahrscheinlich müssen wir hier jetzt einfach warten. Wie nervig. Ja, wir haben ja kein Geld. Also keine unnötigen Werbung einblenden, bitte. Mach einfach fertig. Bau das Haus. Ja, hier wartet man sich echt einen Ast ab. Und? Ja? Wundervoll. Eine Scheune. Okay, E-Mails. Oh, da haben wir eine Nachricht von unserem hübschen Mädchen hier. Na, natürlich schreiben wir, dass wir sie lieb haben. Und sie freut sich. Hey. Für den romantischen Flair. Er schläft ein. Abbrechen kann ich es leider nicht. Okay. Und noch ein bisschen Internet. Oh nein. So. Dann klicken wir die ganze Werbung einmal weg. Wenn das denn klappt. Oh nein. Oh, die Münze nehme ich aber gerne. Die will ich haben. Ich kann sie nicht anklicken. Ich konnte sie nicht anklicken. Error. Aber man kann doch fast sagen, wir haben jetzt 1,5 Münzen gesammelt, oder? Weil die eine haben wir ja alle gesehen, aber ich konnte sie echt nicht anklicken. Er wird abgescannt. Sehr gut. Ja, und damit haben wir auch schon wieder die nächsten beiden Level geschafft. Er fliegt jetzt gerade nach oben links und ich würde sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir die nächsten Rätsel lösen. Bis dann!